So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog. In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir im Explorer Vorlagen einfügen können, anlegen können. Was meine ich mit Vorlagen? Nun, wenn ich irgendwo hier im Explorer, zum Beispiel hier auch auf dem Desktop, Rechtsklick mache, habe ich ja hier unten den Ordner Neu. Und hier kann ich einen Ordner erstellen, Verknüpfung, aber ich sehe hier unten auch, ich habe da jede Menge Dateitypen zur Auswahl, die ich anlegen kann, wie zum Beispiel hier Office-Dokumente oder halt Rich-Text-Format, WinRAR und solche Geschichten. Einige Programme, die tragen sich da automatisch ein mit Vorlagen, die man dann einfach dann erstellen kann. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie wir das selber erstellen können. Ich arbeite zum Beispiel gerne mit Markdown-Dateien und möchte jetzt hier eine neue Markdown-Vorlage erstellen. Ich habe hier mal einen kleinen Editor aufgemacht. Das erste, was wir machen, ist, wir erstellen einfach mal die Datei, die wir als Vorlage verwenden wollen, mit der jeweiligen Software. In dem Fall ist jetzt hier einfach eine Markdown-Datei. Da mache ich jetzt hier einfach mal eine Überschrift hier rein und fertig. Ich speichere das Ganze jetzt hier auf dem Desktop ab. Das soll hier meine Vorlage sein. Ich nenne die markdown.md, klicke auf Speichern und dann sollte die hier auf dem Desktop auch schon erscheinen. Jetzt müssen wir diese Datei in das Vorlagenverzeichnis einfügen und zwar das ist das Shell New Verzeichnis. Wer jetzt davon noch nichts gehört hat, kein Thema. Ich habe mich jetzt im Zuge dieses Tutorials auch zum ersten Mal damit beschäftigt. Wir drücken Windows-Taste und R und geben hier in diesem ausführen Dialog Shell New ein. Also einfach hier Shell New eingeben, Enter bestätigen und dann öffnet sich hier dieses Verzeichnis und zwar C Windows Shell New. Das ist unser Verzeichnis und hier können wir dann unsere Vorlagen hineinpacken. Man sieht, hier gibt es schon eine Datei template.ahk. Das wäre jetzt hier, wenn ich hier auf Neugier dieses Auto-Hotkey-Skript. Ja, ich kopiere jetzt die Datei hier rein und da wird jetzt gleich eine Abfrage hier kommen, dass ich dafür Adminrechte brauche. Deswegen ist es sinnvoll, die zuerst auf dem Desktop zu speichern und dann hier reinzuziehen, weil dann kann ich hier eben mit diesem Klick hier das Ganze bestätigen, dass ich damit Adminrechte das eben hier ins Windows-Verzeichnis ablegen kann. So, wir machen Rechtsklick neu und was wir sehen ist, taucht noch nicht auf. Jetzt kommt nämlich der zweite Schritt. Wir müssen das Ganze in die Registry eintragen. Registry rufen wir auf über das Startmenü, geben da einfach Registrierungseditor ein, also die Anfangsbuchstaben reichen ja, und dann starten wir den Registrierungseditor. Kurz bestätigen und dann wechseln wir hier in das Verzeichnis HKey_classes_root, also einfach den ersten Ordner hier anklicken. Man sieht hier, da taucht eine ziemlich lange Liste auf mit verschiedenen Dateitypen, Dateiendungen, alles Mögliche ist hier drin. Und jetzt müssen wir hier unsere Dateiendung für unsere Vorlage raussuchen. Wir erinnern uns, wir haben hier eine markdown.md-Datei angelegt. Das heißt, wir müssen jetzt hier nach .md schauen. In dem Fall jetzt hier bei template.ahk wäre es hier .ahk. Wir gucken jetzt hier nach .md. Kann man auch mit den Buchstaben eintippen, dann kommt man da ebenfalls recht schnell dahin. Ja, hier haben wir unsere MD-Datei hier drin. Da steht jetzt noch gar nicht so viel drin. Markdown-File steht hier drin. Okay. Und was ich jetzt hier machen muss, ist, wir legen jetzt hier einen neuen Schlüssel an. Rechtsklick auf den Ordner, neu Schlüssel. Und hier geben wir wieder den Namen ein, den wir vorhin schon eingegeben haben, um das Verzeichnis zu öffnen. Shell New, so mit dieser Schreibweise hier einfach mit Enter bestätigen, dann diesen Ordner anklicken. Hier ist jetzt erstmal noch nichts weiter drin und hier machen wir dann nochmal Rechtsklick und fügen eine Zeichenfolge hinzu. Die nennen wir File Name, so geschrieben, mit Enter bestätigen. Dann haben wir das Ganze angelegt und jetzt geben wir hier für den Inhalt, geben wir jetzt hier den Dateinamen an, also markdown.md. Doppelklicken, dann können wir nämlich diese Zeichenfolge bearbeiten und dann geben wir hier unseren Dateinamen ein, markdown.mt. Klicken übernehmen und das war's auch schon. Damit sollte das Ganze angelegt sein. Wir gucken mal, ob es auch wirklich funktioniert hat. Spannender Moment, Rechtsklick neu und dann taucht hier unsere Markdown-Datei, unser Markdown-File hier auf und das kann ich jetzt hier eben anklicken und mir hier einen Dateinamen anlegen. Und wenn ich das Ganze jetzt hier öffne, dann sollte hier, sieht man jetzt hier, da ist unsere Vorlage im Prinzip drin. Das heißt, nimmt dann diese Datei aus dem Vorlagenverzeichnis, kopiert die dann an die Stelle, wo wir das neu anlegen wollen. Und ja, dann haben wir im Prinzip unsere Vorlage da. Die Vorlage kann ich, wie gesagt, dann hier beliebig bearbeiten. Ich kann dann auch schon Sachen einfügen, Texte etc. und kann da so flexibel Vorlagen hinzufügen.
Ja, entfernen geht im Prinzip genauso, indem ich einfach jetzt hier diese Datei hier wieder rauslösche. Diese Vorlagendatei, ich kann die natürlich dann auch hier bearbeiten, ersetzen etc. Und das gleiche hier auch in der Registry. Rechtsklick, Schlüssel löschen und danach wäre die Sache auch wieder weg. Das war es auch schon, was ich zeigen wollte in dem Video. Bedanke mich hier mal fürs Zuschauen, sage Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom eKiwi-Blog.